völlig die Zeit vergessen. Sie waren so aufgeregt. Sie müssen aber noch so viel aufräumen. Sophia guckt auf die Uhr. Oh Gott, so spät schon und wir müssen noch so viel aufräumen. Lucy! Ja, was ist denn? Wir müssen noch aufräumen. Fabienne kommt gleich. Oh Gott, das ist ja sehr viel. Das schaffen wir schon. Also, pass auf. Du kümmerst dich um die Betten. Ich kümmere mich ums Stallzeug. Einverstanden? Okay, ran an die Arbeit. Okay, also, du fütterst Pfötchen und ich räume den Stuhl weg. Okay? Ja, okay. Na du, Kleiner. Jetzt kriegst du gleich was zu essen. Pfötchen. Na, also jetzt gehst du mal auf deinen Stuhl, ne? So, also, wir haben ja noch Zeit. Was wollen wir denn so lange noch machen? Wir könnten doch Pfötchen schaukeln. Genau, gute Idee. Bleib auf dem Stuhl. Schon das Essen vorbereitet. Naja, schon alles klar. Okay, also, das ist Lucy. Hallo, ich bin Lucy. Wie heißt du? Ich bin Fabienne. Hast du bestimmt schon von Sophia gehört? Ja, klar. Wollen wir nicht essen gehen? Ja, okay. Fühl dich wie zu Hause. Sophia, wo ist ein Stuhl? Du kannst dich hier den grünen nehmen, der steht hier. Muss man sagen. Danke, Sophia. War echt gut. Also, dann machen wir uns jetzt im Badezimmer fertig und gehen dann schlafen. Du bist bestimmt müde, Fabienne, oder? Ja. Okay. Fabienne, möchtest du was trinken? Ja. Okay. Also, was möchtest du denn? Ich hab, Orangensaft, Kirschsaft und Pflaumensaft. Ich nehme Kirschsaft. Okay. Mit Eiswürfeln? Ja, bitte. Möchtest du was trinken? Ja, ich nehme Orangensaft. Ja, okay. Mit Eiswürfel oder ohne? Ohne. Okay. Hier. Okay, ich hol mal deinen Koffer. Also deine Bettsachen. Okay.
Okay. Lucy, gehst du schon mal schlafen? Ja, mache ich. Ach, gute Nacht. Gute Nacht. Wo ist das Kissen hin? Oh nein, ach so. Fabienne, möchtest du vielleicht noch ein Wasser für die Nacht? Ja, okay. Dann bringe ich dir nochmal eins. Okay, hier kommt dein Wasser. Danke. Ja, dann gute Nacht. Ich nehme den Hund mal mit, damit er dich nicht nervt in der Nacht. Boah, dieser Hund ist echt fein. So, da bleibst du jetzt. Lucy wird wahrscheinlich auch gleich aufwachen. Also, oh, du kannst dich schon mal setzen. Ja. Okay, ich bring mal den Hund wieder weg. Also, Fabienne, ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht heute mit der Kutsche einen Ausritt machen. Möchtest du das? Ja klar, ich liebe Pferde. Ja, okay, dann machen wir uns gleich im Badezimmer wieder fertig und ja, dann können wir eigentlich auch schon los. Ich muss mir dann nur noch in Reiterklamotten dort umziehen, aber das geht auch recht schnell. Seid ihr bereit? Ja, klar. Okay. Boah, das war echt mal cool. Möchtet ihr mal reiten? So eine Runde? Ja, cool. Okay. Okay, dann so. Zügel könnt ihr als, keine Ahnung, benutzen. Ups. Lass ich schon das Pferd los? Nicht gut. Ja,
kannst du das Pferd wegbringen? Ja, aber kannst du das Halfter dran machen? Ja, das kann ich gerade machen. Moment. Okay. Ja, dann können wir das Pferd halt auch nochmal stricken. Ja klar, das können wir nach dem Essen vielleicht machen. Ja, okay, dann bringe ich das mal auf die Weide. Ja, okay, ich gehe schon mal das Essen. Ah, das wird lecker. Irgendwie gibt's immer Hühnchen bei uns. Echt komisch. Na, wie auch immer. Guten Appetit. Ich sag, hier in unserem Dörfchen ist echt so ein cooler Shoppingcenter. Kann man richtig gut machen. Winter. Cool. Boah, das kaufe ich mir. Das kaufe ich mir schon mal. So. You have $250. Dann einmal das Hochzeit. You have $200. Einmal der Rock. You have $150. Einmal das Oberteil. You have $100. You have $50. Und das. You have $0. Wow, alles aufgebraucht. Ich lade die Karte nochmal auf. You have $300. Okay. So, in den Kofferraum damit. So, schön. Und jetzt geht's ans Kofferraum zu machen. Das war echt eine coole Shoppingtour. So. Okay, also ihr könnt mal reingehen, ich bin nicht da. Ich gehe ins Bett. Ich bin müde. Ich bin auch müde von der Shoppingtour. Deswegen ich auch ins Bett. Oh, schön. Ich habe mir dieses schöne Outfit ausgesucht beim Shoppen eben. Und ich fand das halt am schönsten. Habe ich mir jetzt so zusammengemixt. Ich habe mir für Karneval ein neues Kostüm geholt. Und das kann ich eigentlich auch zu Halloween anziehen. Das ist ja jetzt bald. Also, wenn ihr das nächste Mal shoppen geht, dann shoppt in allen Läden, die ihr seht. Yeah. Viel Spaß dabei. Ciao. Hey Leute. Also, ich habe mir das Hochzeitskleid so als Outfit. Finde ich voll cool so.
richtig schick, so mit der Rose hier, so. Da. Finde ich echt cool. Habe ich mir mal so ausgesucht, weil ich bald heirate. Ich habe auch schon einen Freund. Und das wird echt cool.